Das mongolische Reich, Mitte des 14. Jahrhunderts. Im Land des legendären Genghis Khan wütet eine rätselhafte Krankheit. Der schwarze Tod. Die schlimmste Pestpandemie des Mittelalters befällt erst China, dann das mongolische Reich, schließlich Europa. Zeitgenossen beschwören ein biblisches Szenario. Der Ursprung der Pest wurde in Zusammenhang mit Bildern aus der Apokalypse gebracht. Es hieß, es habe Frösche und Schlangen geregnet und Feuer sei vom Himmel gefallen, das einen undurchdringlichen Rauch entwickelte, dem keiner entkam. Es war eine Vision der Hölle. Die Mongolen trifft die unsichtbare Seuche auf dem Höhepunkt ihrer Macht. Mitte des 14. Jahrhunderts beherrschen sie den Großteil des asiatischen Kontinents. Ein gigantisches Reich, das sich von Peking über Tibet bis nach Konstantinopel erstreckt. Tatsächlich fingen sie an, Handel zu treiben zwischen Westeuropa und China. Es gab ja damals schon Handelsrouten, die durch Zentralasien führten. Der europäische Handel expandierte bereits in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts Richtung Osten. Auf ihren langen Reisen müssen die Händler stets mit Überfällen rechnen. Die wertvolle Fracht weckt Begehrlichkeiten. Doch längst droht eine viel größere Gefahr. Die Händler transportierten auf diesen Routen durch das mongolische Reich nicht nur wertvolle Güter wie Seide und Gewürze, sondern auch den Erreger der Pest. Bereits Monate bevor die Seuche Europa erfasst, machen Gerüchte die Runde, ein furchtbares Unglück stünde bevor. Händler, die aus dem Osten zurückkehren, berichten von verheerenden Feuerstürmen und anderen Vorzeichen des Untergangs. Gabriele de Mussis, ein Notar aus Piacenza, Italien, schreibt: Fast der gesamte Osten wurde unter Weinen, Wehklagen, Schluchzen und Gram ausgelöscht. Man glaubte, das jüngste Gericht sei gekommen. Wie ein Vorbote aus der Hölle gelangt die Pest in die Hafenstadt Kaffa am Schwarzen Meer. Von Kaffa aus, dem heutigen Feodosia, auf der Halbinsel Krim, segeln die Handelsschiffe nach Europa. Mit an Bord der gefährliche Pesterreger. 1347 befällt der Schwarze Tod etliche Küstenstädte am Mittelmeer, darunter das sizilianische Messina. Die Schiffe aus Nahost transportieren hauptsächlich Leichen. Ihre Körper sind übersät mit schwarzen Beulen. Verängstigt berichten die Einheimischen: Als die Seeleute heimkamen, schien es, als brächten sie böse Geister mit. Die Städte wurden vergiftet von der ansteckenden Pest. Männer und Frauen starben ganz plötzlich. Noch ahnen die Menschen nicht, wie sich die Krankheit überträgt. Der Schwarze Tod wird mehrere Jahre in Europa wüten, mit verheerender Wirkung. Manche der Infizierten quälen sich über mehrere Tage, anderen bleiben nur wenige Stunden. Die frühen Symptome der Pest lassen sich nur schwer von üblichen Grippesymptomen unterscheiden. Die Patienten plagt hohes Fieber und Schüttelfrost. Aber dann bilden sich Quaddeln aus, die zu großen Beulen anschwellen. Gabriele de Mussis, der Notar aus Piacenza, berichtet: Zunächst spürten die Kranken einen brennenden Schmerz, als wären sie von Pfeilspitzen gestochen worden. Dann folgte ein fürchterlicher Befall, der die Form eines extrem harten Geschwürs annahm. Bei manchen Leuten bildete es sich unter dem Arm, bei anderen in der Leiste. Pestbeulen breiten sich sehr schnell aus. Die Folge sind septische Schocks. Der Blutdruck sinkt rapide. Die Organe versagen und es kommt zu inneren Blutungen. Es ist sehr schmerzhaft, eine grausame Art zu sterben. Die Ärzte sind machtlos. Ihr Wissen gründet noch auf den alten Heilmethoden der Griechen. Doch weder Aderlass noch Schweinefett helfen gegen die schwarzen Beulen. Diese Krankheit schien aus dem Nichts zu kommen. Niemand hatte so etwas schon einmal gesehen. Als das Massensterben begann, waren die Menschen völlig hilflos.
Es gab verschiedene medizinische Theorien, etwa die sogenannte Vier-Säfte-Lehre, eine Theorie, nach der die Gesundheit des Menschen von der Ausgewogenheit seiner Körpersäfte abhing. Eine Erklärung für die Pest war, dass die Körpersäfte aus dem Gleichgewicht waren. Gelehrte der Pariser Universität bringen eine andere Theorie ins Spiel. Gott habe die Planeten so angeordnet, dass sie die Seuche verursachten. Sie glaubten, die Konstellation der Planeten Jupiter, Mars und Saturn ließe üble Dämpfe von der Erde und dem Wasser aufsteigen, die die Luft verdarben. Diese Luft würde dann durch Einatmen in den Körper gelangen. Das war die sogenannte Miasma-Theorie. Demnach übertrug sich die Pest durch die verdorbene Luft. Diese Erklärung war nicht neu, sie stammte aus der Antike. Wie soll man mit einer Krankheit umgehen, deren Ursachen man nicht kennt und die zum Tode führt? Die Erkrankten plagen Schuldgefühle. Tragen sie am Ende selbst die Verantwortung für ihr Schicksal? Warum trifft ausgerechnet sie der Zorn Gottes? Die Menschen im Mittelalter waren davon überzeugt, dass Gott sie für ihre Sünden bestrafen würde. In Florenz dokumentiert der Chronist Giovanni Boccaccio den moralischen Verfall seiner Stadt. Viele versicherten, die sicherste Medizin sei reichlich zu trinken, zu genießen, singend und scherzend umherzuziehen, jeglicher Begierde, wo es nur möglich sei, nachzugeben und über das, was kommen werde, zu lachen und zu spotten. Bei so einer schrecklichen und elenden Verfassung unserer Stadt war das ehrwürdige Ansehen der Gesetze, der göttlichen und der menschlichen, fast völlig gesunken und vernichtet. Wer kann, entflieht den engen, stinkenden Gassen der Städte. Diejenigen, die bleiben, um sich der Kranken anzunehmen, folgen ihnen bald ins Grab. Es war entscheidend herauszufinden, wie diese Krankheit übertragen wurde und welche Komponenten zusammentrafen, die dieses Massensterben auslösten. Erst 1894 gelingt es dem Schweizer Arzt Alexandre Yersin, den Krankheitserreger zu identifizieren. Er tauft das Bakterium Yersinia pestis. Hauptüberträger ist ein Floh, ständiger Begleiter von Ratten. Die Nager sind überall in den Städten und bringen tödliche Gefahr. Die Straßen in den Städten waren voller Abfall. Das waren paradiesische Zustände für die Ratten. Und mit den Ratten kamen die Flöhe. Pestinfizierte Ratten tragen zur raschen Verbreitung der Seuche bei. Ein einziger Flohbiss reicht aus, den tödlichen Erreger auf den Menschen zu übertragen. Auf der Suche nach einem Wirt überspringt ein ausgewachsener Floh etwa das 80-fache seiner Körpergröße. Gelangen die Bakterien erst in den menschlichen Blutkreislauf, kommt es zu schwarzen Beulen, die dem schwarzen Tod seinen Namen geben. In einigen Fällen befallen die Bakterien die Lungen, vermehren sich dort und verursachen innere Blutungen. Die Folge ist ein blutiger Husten, der sehr infektiös ist. So werden die Bakterien leicht von Mensch zu Mensch übertragen. Sind die Lungenbläschen erst zerstört, kann der Erreger schon durch bloßes Sprechen oder Ausatmen übertragen werden. Den Opfern dieser primären Lungenpest bleiben gerade mal 24 bis 36 Stunden. Die Geschwindigkeit, mit der sie sich verbreitet, ist enorm. In nur 4 bis 5 Jahren breitete sich die Pest über ganz Europa aus. Damals gab es weder Flugzeuge noch Autos. Alle Wege wurden zu Fuß oder mit dem Pferd zurückgelegt. Das ist unglaublich schnell. Könnten auch andere tödliche Erreger für diese Pandemie verantwortlich sein?
Die Geschwindigkeit, mit der sich die Krankheit unter den Menschen ausbreitete, widerspricht dem, was wir über die Pest wissen. Deshalb vermuten manche Historiker, dass zu dieser Zeit noch eine andere Epidemie Europa erfasste. Es könnte eine Form von Milzbrand gewesen sein. Vielleicht sogar der Ebola-Virus. Jedenfalls gibt es deutliche Unterschiede zum üblichen Verlauf einer Pestepidemie. Ist das Massensterben also auf einen solchen Super-GAU zurückzuführen? Beweise dafür, dass tatsächlich ein anderer Erreger als Yersinia pestis für den Schwarzen Tod verantwortlich sein könnte, gibt es bisher nicht. Fakt ist, die Seuche hat leichtes Spiel. Große Teile der Bevölkerung haben ein geschwächtes Immunsystem. Die Folge von Missernten und Hungersnöten in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Auf der Suche nach Spuren des Erregers werden Bakteriologen in Südfrankreich fündig. 2003 öffnen sie in Montpellier ein Massengrab aus dem 14. Jahrhundert, in dem sie Opfer der Pest vermuten. Die Skelette sollen Auskunft über die Bakterien geben, die sich zum Todeszeitpunkt im Blutkreislauf befanden. Die Wissenschaftler wollen endlich den eindeutigen Beweis liefern, dass Yersinia pestis Auslöser des Schwarzen Todes im Mittelalter war. Sie untersuchten gezielt die Zähne der Opfer. Sie hofften, darin Überreste der Pestbakterien zu finden. Und sie fanden tatsächlich eindeutige DNS-Spuren des Erregers. Das war der einzig brauchbare Hinweis darauf, dass der Schwarze Tod durch Yersinia pestis verursacht wurde. Neuere Untersuchungen bestätigen den Fund von Montpellier. Neben DNS-Spuren lassen sich zahlreiche Antikörper des Pesterregers in den Skeletten der Opfer finden. 1348 gelangt die Seuche von Süditalien aus mit Handelsschiffen, deren Besatzung infiziert ist, in andere europäische Hafenstädte. Unaufhaltsam frisst sie sich landeinwärts. In manchen Gegenden fallen ihr mehr als die Hälfte der Bevölkerung zum Opfer. In Florenz sterben 4/5 der Bürger. Nur wenige Landstriche bleiben verschont. In den verpesteten Metropolen riecht es nach faulen Eiern und nassem Leder. Der Geruch des Schwarzen Todes. Geistliche und Totengräber versuchen, der Leichenberge Herr zu werden. 10% von 95.000 Menschen sind knapp 10.000 Menschen. Wie begräbt man 10.000 Menschen? Wer soll sie begraben? Wie transportiert man die Leichen? Die einzigen, die bereit waren, die Toten wegzutragen, waren Männer und Frauen aus der Landbevölkerung. Sie verlangten viel Geld für ihre Dienste. So kamen sie in Kontakt mit der hoch ansteckenden Krankheit. Der Pestgestank muss unerträglich gewesen sein. Man versuchte, ihn durch Feuer und süße Düfte zu überdecken. Mehr konnte man nicht tun. Stadtchroniken dokumentieren das Massensterben. In größeren Städten wie London und Avignon fordert die Pest täglich Hunderte von Opfern. Diejenigen, die sich um die Toten kümmern, sind meist selbst dem Tod geweiht. Auf dem Höhepunkt der Pandemie beträgt die durchschnittliche Lebenserwartung eines Priesters nur knapp 3 Wochen. Die Opfer werden in riesigen Massengräbern vor den Stadtmauern bestattet. Die Toten wurden übereinander geschichtet. Auf die erste Reihe kam eine zweite und dritte Lage von Toten. Agnolo di Tura, ein Chronist aus Siena, dokumentiert das Erlöschen seiner Stadt. Von Juni bis August starben so viele Menschen, dass sie selbst gegen Entgelt keiner mehr begraben wollte. Es wurde keine Messe mehr gelesen. Vielerorts in der Stadt hub man Gräben von riesigen Ausmaßen aus und legte, ja, warf die Leichen hinein.
So machte man es Schicht für Schicht, bis der Graben voll war. Ich, Agnolo di Tura, begrub meine 5 Kinder mit eigenen Händen in einer Grube. Und genau so erging es vielen anderen auch. Alle dachten, das Ende der Welt sei gekommen. Fast ausnahmslos glauben die Menschen, den Grund des großen Sterbens erkannt zu haben. Sie halten die Pest für das Strafgericht Gottes über die sündige Menschheit, grausam wie die Sintflut und die Plagen Ägyptens. Sogenannte Flagellanten, reuige Büßer, haben regen Zulauf. Ihr Name leitet sich vom lateinischen Wort Flagellum ab, Peitsche. In blutigen Prozessionen bitten sie um Vergebung ihrer Sünden. Die Menschen glaubten, dadurch könne der Zorn Gottes besänftigt werden. Sie hofften einfach auf ein Ende der Pest. Die Selbstgeißelung war besonders dramatisch und sehr schmerzhaft. Es trieb sie die pure Verzweiflung und die Angst, sie würden den nächsten Tag sonst nicht mehr erleben. In der Limburger Chronik findet sich eine zeitgenössische Beschreibung der Büßleut. Sie hatten Hüte mit roten Kreuzen und jeder trug Geißeln, die an ihm herunterhingen. Während der Prozession umschritten sie in zweier Reihen Kirche und Kirchhof und sangen. Und jeder schlug sich mit seinen Geißeln, sodass das Blut über die Knöchel floss. Ziellos ziehen die Bruderschaften durchs Land. Doch oft genug bringen sie statt Gottes Vergebung nur die Seuche mit sich. Die Pest breitete sich immer weiter aus. Die komplette mittelalterliche Gesellschaft, auch die so bedeutende Kirche, konnte nichts dagegen tun. Die Seuche machte keinen Unterschied. Mancher sieht in der unheimlichen Schar der Büßer die direkten Vorboten der Hölle. Die Prozessionen und Predigten der Flagellanten verstärkten den Glauben der Menschen an die nahende Apokalypse. In den Städten führt der Glaube an die göttliche Strafe zu restriktiven Maßnahmen. Pestverordnungen sollen das schlimmste Unheil verhindern. Glücksspiel und Fluchen wurde per Gesetz verboten. Prostituierte aus den Städten verjagt. Vielleicht würde das ja die Pest vertreiben. In Florenz schließen städtische Behörden Spelunken, Bordelle, Bäder und sogar Hospize. Das vorläufige Aus der Spaßgesellschaften. Prozessionen und Massengottesdienste sind nun an der Tagesordnung. Gegen die Angst vor der Seuche scheint nur noch kollektives Beten zu helfen. Von einer medizinischen Erklärung ist man noch weit entfernt. Auch viele Priester infizieren sich an den Sterbebetten. Viele weigern sich, den Opfern das letzte Geleit zu geben. Das Massensterben macht auch vor den Männern der Kirche nicht Halt. Um die Toten und Schwachen zu ersetzen, lässt Papst Clemens VI. Nun auch Männer unter 25 Jahren zu Priestern weihen. Fortan dürfen auch Laien, Männer wie Frauen, die letzte Beichte abnehmen. Es starben so viele Menschen, dass ein Priester gar keine Einzelbegräbnisse mehr durchführen konnte. Während er den einen beerdigte, starben die nächsten 10. Das massenhafte Sterben ließ die Überlebenden abstumpfen. Es herrschte keine Trauer mehr über den Verlust von Angehörigen. In Freiburg und weiteren süddeutschen Städten entlang des Rheins stellen die Geißlerzüge die Autorität der Kirche auf eine harte Probe. Was von der Kurie bisher nur hinter dicken Klostermauern geduldet wurde, ist längst öffentliches Spektakel. Ein Beobachter der blutigen Prozessionen schreibt: Zuweilen trieben sie sich die eisernen Stacheln so tief ins Fleisch, dass man sie erst nach mehreren Versuchen wieder herausholen konnte. Gegen ein solch martialisches Szenario scheint vielen der eher sanfte Heilsweg der Kirche wirkungslos. Im Oktober 1349 lässt Papst Clemens VI. Die öffentlichen Selbstgeißelungen verbieten, doch der Erfolg der blutigen Laien bleibt ungebrochen.
Todesfurcht und Höllenangst machen empfänglich für das Gemisch aus mystischer Frömmigkeit und religiöser Hysterie. Die Hoffnung der Gläubigen, das Strafgericht doch noch abwenden zu können, ist stärker als die Weisung des Kirchenoberhaupts. Die Geistlichkeit, allen voran der Papst, steht der Plage machtlos gegenüber. Der Heilige Vater selbst lässt sich von seinen Ärzten unter Quarantäne stellen. 4 Monate verschanzt er sich hinter lodernden Feuern, die den schwarzen Tod abwehren sollen. Tatsächlich macht Clemens VI. Wohl dank der dicken Kirchenmauern des Papstpalastes in Avignon keine Bekanntschaft mit Yersinia Pestis. Unbeeindruckt von den Büßern wütet die Seuche weiter. Die Verzweiflung schlägt um in offenen Hass. Es kursiert das Gerücht, jüdische Brunnenvergifter trügen die Schuld an der Pest. Es gab eine ganze Reihe von Verfolgungen und Anfeindungen gegen Juden durch die Christen im Mittelalter. In Folge kommt es zu schlimmen Pogromen. Auch in Städten, die bisher von der Pest verschont geblieben waren, wird erbarmungslos gemordet. Man glaubte, dass es schon allein eine Sünde war, die Juden zu tolerieren. Eine Sünde, die nun bestraft wurde. Papst Clemens VI. Betonte, dass ebenso viele Juden wie Christen an der Pest gestorben seien. Es war völlig abwegig, den Juden die Schuld am schwarzen Tod zu geben. Verhindern kann der Papst die Massaker nur in Avignon und in Italien. An anderen Orten werden die Juden zum Bauernopfer in einer krisengebeutelten und angsterfüllten Gesellschaft. 1348 gesteht ein jüdischer Arzt unter Folter, was man ohnehin schon zu wissen glaubt. Rabbiner hätten ein tödliches Gift aus Arabien in Säcklein gefüllt und damit die Brunnen der Christen verseucht. In Freiburg, Konstanz, Basel und Straßburg fallen nahezu alle jüdischen Einwohner den Pogromen zum Opfer. Der Papst nimmt das zum Vorwand. Er beschuldigt die Büßer der grausamen und unfrommen Taten. Dem Mord an den Juden. Seine Chance, die ungehorsamen Konkurrenten loszuwerden. Der Einfluss der Flagellanten war zu groß geworden. Die Kirche beschloss, sie zu stoppen. Sie ließ sie verhaften oder verjagen. Heute gilt als widerlegt, dass die Flagellanten ein Interesse am Tod der Juden hatten. Überlieferte Predigten und Lieder sind frei von antijüdischen Hassgesängen. In den meisten Städten tauchen sie zudem lange vor den Pogromen auf. Im päpstlichen Feldzug gegen die vermeintlichen Judenmörder kommen die wahren Schuldigen ungeschoren davon. Im Winter 1349 erreicht die Pest die skandinavische Halbinsel. Von dort breitet sie sich bis nach Russland aus. 1353 gibt es erstmals Hoffnung auf Besserung. 6 Jahre nachdem der erste Floh den Krankheitserreger übertragen hat, scheint der schwarze Tod an Gefährlichkeit zu verlieren. Infektionskrankheiten treten in natürlichen Zyklen auf, die durch menschliches Zutun oder durch eine Wirkungsänderung des Organismus selbst durchbrochen werden können. Als die Pest in Europa wütete, brachen die gesellschaftlichen Strukturen im Grunde genommen komplett zusammen. Es ist denkbar, dass die Bevölkerung so minimiert wurde, dass sich die Erreger selbst nicht mehr vermehren konnten. Die genaue Zahl der Opfer kann nur geschätzt werden. Sie basiert auf mündlichen Überlieferungen und den Zeugnissen weniger Chronisten. Die Pest hat mehr Opfer gefordert, als allgemein angenommen wird. Wir wissen heute ziemlich sicher, dass die Sterberate durchschnittlich bei etwa 50% lag. Nicht wie früher angenommen, bei 30%. Die Mächtigen und Wohlhabenden entgehen eher der tödlichen Gefahr von Yersinia Pestis als das einfache Volk. In den überfüllten und verschmutzten Städten bleibt den Armen kaum eine Möglichkeit zur Flucht. Hilflos, so schreibt der Dichter Giovanni Boccaccio, sehen sie ihrem Ende entgegen. Gegen dieses Übel half keine Klugheit oder Vorkehrung.
Ebenso wenig nutzten die demütigen Gebete, die von den Frommen nicht ein, sondern viele Male in feierlichen Bittgängen und auf andere Weise Gott vorgetragen wurden. Stellen Sie sich vor, welche Auswirkungen der Tod von Millionen Menschen für die Gesellschaft hatte. Was bedeutete das für die Kirche, für die Wissenschaft, die Medizin, die Kunst und die Literatur? Was wäre, wenn ein Leonardo da Vinci oder ein Michelangelo durch die Pest gestorben wäre? Viele der blühenden Städte Europas verwandeln sich in nur wenigen Wochen in Geisterstädte. Boccaccio hält den Verfall der Menschlichkeit im Angesicht des Todes fest. Die Herzen der Männer und Frauen hatte eine solche Angst befallen, dass ein Bruder den anderen verließ, die Frau ihren Mann und, was mehr wiegt und fast unglaublich ist, Väter und Mütter scheuten sich, zu ihren Kindern zu gehen und sie zu pflegen, als wären sie Fremde. Nach solchen Schilderungen scheint der Lebenshunger der Überlebenden umso erstaunlicher. Die Menschen im Mittelalter vertrauten fest auf Gott. Nach der Apokalypse, so hofften sie, musste es eine Wiederauferstehung geben. Das konnte nicht das Ende sein, da musste es noch etwas geben. Es ist schon beeindruckend, wie schnell sich das Leben normalisierte und die Gesellschaft wieder funktionstüchtig war. Doch ganze Landstriche sind nun menschenleer. Für die verschont gebliebene Landbevölkerung bietet sich nun die einmalige Chance, eigenes Land zu bewirtschaften. So mancher profitiert vom Tod der Verwandten, zumindest finanziell. Überall werden händeringend Arbeiter gesucht. Die Löhne steigen sprunghaft an und die Lebensbedingungen der Menschen verbessern sich spürbar. Auch die Medizin bekommt neue Impulse, wenn auch zu spät für die vielen Opfer. 1363, nur ein gutes Jahrzehnt nach der Katastrophe, beschreibt der französische Arzt Guy de Chauliac erstmals die zwei noch heute bekannten Formen der Pest. Die eine sei durch anhaltendes Fieber und Blutspucken gekennzeichnet, während sich bei der anderen Geschwüre und Beulen auf der Haut entwickelten. Die Mediziner an den Universitäten besaßen zwar viel theoretisches Wissen, aber nur wenig Praxis. Das änderte sich mit dem Ausbruch der Pest. Sie gab den entscheidenden Anstoß für die Weiterentwicklung der praktischen Medizin. Durch den Mangel an qualifizierten Arbeitern entsteht Raum für neue Erfindungen und Technologien. Die Überlebenden entwickelten neue arbeitssparende Geräte, wie zum Beispiel die Druckerpresse. Es gab weniger Arbeitskräfte für das Handwerk. Im Tuchgewerbe zum Beispiel, in der vor der Pest vor allem verarmte Bauern gearbeitet hatten, fehlten nun Arbeitskräfte. Es wurden andere technische Lösungen gefunden, wie beispielsweise die Mühle. Mitte des 15. Jahrhunderts läutet eine Erfindung des Mainzers Gutenberg ein neues Zeitalter ein, der Buchdruck. Ohne ihn wäre die Geschichte anders verlaufen. Alle Erfindungen, die wir mit dem Zeitalter der Industrialisierung in Verbindung bringen, wurden bereits im 14. Jahrhundert gemacht. Man kann sagen, dass dies eine Folge des Arbeitskräftemangels nach der Pest war. Doch viele der Überlebenden bleiben traumatisiert zurück, allein, auf sich gestellt. Man kann sich kaum vorstellen, welche Qualen die Kinder erlitten haben, die ihre Eltern sterben sahen. Selbst wenn sie überlebten, blieben ihnen schreckliche Erinnerungen an das Massensterben. Für sie war der Tod zu einem alltäglichen Anblick geworden. Ich denke, es gibt viele Belege dafür, dass die Pest und das Sterben von so vielen Menschen auch einen psychischen Wandel der Gesellschaft bewirkten. Auch nach dem Abklingen der Pest bleibt der Tod allgegenwärtig. Die Erinnerung an die eigene Vergänglichkeit wird in der Kunst zum wichtigen Motiv. Die Gemälde mit tanzenden Skeletten sind eine Art Todesmahnung. Memento mori. Bedenke, der Tod ist überall. Verzweiflung, aus der neue Kraft entsteht.
Der Schwarze Tod hatte Europa in die Knie gezwungen, die Kirche keine Antwort auf das Warum geben können. Den nahenden Untergang stets vor Augen, lösen sich traditionelle Moralvorstellungen in Wohlgefallen auf. Der Mensch findet zu einem neuen Selbstverständnis. Und Europa erlebt die Blüte der Renaissance. Eine Wiedergeburt im wahrsten Sinne. Der Schwarze Tod hatte das Licht in Europa einmal komplett aus- und wieder angeschaltet. Auch heute ist die Pest noch immer nicht besiegt. Weltweit gibt es jährlich Hunderte von Krankheitsfällen. Zuletzt im Inselstaat Madagaskar Anfang 2011, wo etwa 60 Menschen sterben. Bereits im 19. Jahrhundert schwappt der Pesterreger aus China mit zunehmendem Handelsverkehr auch auf Teile der USA über. Wilde Nagetierpopulationen gelten noch immer als besonders empfänglich für die lebensgefährlichen Bakterien. Der Erreger kommt vor allem im Südwesten der USA vor. Als potenzielle Wirte kommen Erdhörnchen, Streifenhörnchen, Präriehunde und andere kleine Nagetiere in Frage. Von ihnen kann er auch auf Katzen übertragen werden. Katzen sind wie Menschen sehr anfällig für die hochansteckende Lungenpest. Die Bakterien werden durch Husten auf den Menschen übertragen. Kommt der Tierhalter dem Gesicht des Tieres zu nahe, können die Erreger sogar direkt in die Atemwege gelangen. Standen die Ärzte im Mittelalter dem Schwarzen Tod noch ratlos gegenüber, helfen heute verbesserte Hygienebedingungen und Antibiotika gegen eine solche Pandemie. Seit die Wirkung des Bakteriums Ende des 19. Jahrhunderts entschlüsselt wurde, forscht die Wissenschaft an bestmöglichen Bekämpfungsstrategien. Um eine Epidemie zu verhindern, bekommen alle, die mit der infizierten Person in Verbindung gekommen sein könnten, prophylaktisch ein Antibiotikum. Dennoch zählt das nur etwa 1 bis 2 Mikrometer große Stäbchenbakterium Yersinia pestis noch heute zu den 12 gefährlichsten biologischen Kampfstoffen, dem sogenannten dreckigen Dutzend. Ein potenzieller Killer der Menschheitsgeschichte, der beobachtet werden muss. Die Bakterien könnten mutieren oder ihren Wirt ändern. Es ist unwahrscheinlich, aber durchaus möglich. Tatsächlich taucht im Oktober 1994 ein neuartiger Erregerstamm auf. Quasi aus dem Nichts. Yersinia pestis, so scheint es, sucht sich neue Lebensräume. Auch die Lyme-Borreliose ist aus den Wäldern in die Vorstädte gekommen, da diese sich immer weiter ausgebreitet haben. Das ist das gleiche Phänomen. Es geschieht etwas und wir wissen nicht, was es auslösen kann. Die Angst vor den lautlosen Killern weg. Was ist, wenn sich das Ebola-Virus bis an die Ostküste Amerikas ausbreitet? Es ist unheilbar. Es wird von den Patienten auf Pfleger, Ärzte und Krankenschwestern übertragen. Das ist ein beängstigendes Szenario. Vor allem im mobilen Zeitalter. Haben sich Seuchen im Mittelalter, als die Menschen noch zu Fuß, auf dem Pferd oder mit dem Schiff unterwegs waren, eher langsam verbreitet, ist das Risiko, sich anzustecken, heutzutage extrem gestiegen. Mit dem Flugzeug lassen sich selbst interkontinentale Strecken binnen weniger Stunden zurücklegen. When you think of the 24-hour period of travel, you realize that heutzutage kann jeder Erreger innerhalb von kürzester Zeit schon hier im eigenen Wohnzimmer sein. Er braucht gar keinen Zwischenwirt mehr. Die Voraussetzungen für eine Epidemie sind heute ähnlich wie damals. Die Wirtschaft expandiert und es entstehen neue Handelsrouten. Jedes Jahr passieren über 500 Millionen Menschen internationale Grenzen. Allein 70 Millionen arbeiten außerhalb ihres Heimatlands. Die Bewegungen nehmen zu, werden immer schneller und die Distanz zwischen den Individuen verringert sich. Das ist eine ideale Konstellation. Ärzte und Theologen des Mittelalters waren sich einig. Die Seuche mochte ihren Ursprung im Willen Gottes haben, folgte aber doch den Gesetzen der Natur. Beim Versuch, die große Unbekannte zu stoppen, lässt Papst Clemens VI. Sogar Leichen sezieren. Damals ein Tabubruch. Doch alle Mühen bleiben erfolglos. Wird die moderne Medizin im Ernstfall besser gewappnet sein?
Nehmen wir eine Epidemie wie die Pest aus dem 14. Jahrhundert. Wer sagt, dass wir heute besser auf so etwas vorbereitet sind als die Menschen im Mittelalter? Ich hoffe das zwar, aber sicher bin ich mir nicht. Unsere medizinische Versorgung bietet nicht viel Spielraum. Wir haben nicht genug Reserven, falls etwas schief geht. Kein Gesundheitssystem dieser Welt würde mit einer Seuche von den Ausmaßen des Schwarzen Todes fertig werden. Damals schien das Ende der Welt gekommen. Doch nach all dem Leid brachte der Schwarze Tod auch neues Wissen und Raum für einen Neuanfang. Der Schwarze Tod hat uns gezeigt, dass eine Gesellschaft solch eine Katastrophe bewältigen kann. Die Pest lauert noch immer im Verborgenen. Ihre Erreger verteilen sich. Täglich. Weltweit. Doch eine Hoffnung bleibt. Mit den Waffen der modernen Forschung wird sie leichter zu besiegen sein als vor knapp 600 Jahren.